Das hat, glaube ich, sehr viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Also ich komme aus Ostdeutschland, aus Ost-Berlin, und als Studenten sind wir damals immer über die Karpaten gewandert. Das war sozusagen die größte Form von Freiheit eigentlich für uns, dort zu reisen. Und damals haben mich schon diese Hirtenkulturen, diese stolzen Männer interessiert mit diesen riesigen Herden. Und so ist ganz langsam so die Idee gewachsen, darüber einen Film zu machen, und so kam ich zu den Karpaten. Also ich glaube erstens nicht, dass der Film über Armut erzählt. Ich glaube, es ist aus unserer Perspektive ist es Armut. Nicht unser Helden, unser Protagonisten ist es, glaube ich, das normale Leben, was wir erzählen. Und das, was eigentlich das Problem bildet, ist ja der Eingriff von außen. Also die Moderne, die EU etc., all diese Verordnungen, die dort eine Rolle spielen, diese traditionellen Kulturen behindern, in Anführungszeichen. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass diese Kulturen mit dieser Moderne erst lernen müssen, umzugehen. Und diese Zeit, die muss einfach eingeräumt werden. Das war sicher hier in Italien, in Tirol beispielsweise vor 30, 40 Jahren oder ja, 30, 40 Jahren nicht anders. Also dieses Lernen mit der Moderne. Also es gibt, glaube ich, zwei Hauptprobleme für diese Hirten dort in den Karpaten. Das eine Problem ist, dass sie eben auf ihren Schaffarmen den Käse nicht mehr selbst produzieren dürfen, weil sie bräuchten dazu fließendes Wasser, was sie natürlich dort nicht haben. Ein anderes Problem ist, dass die industrielle Käseproduktion beispielsweise in Griechenland natürlich sehr viel billiger ist. Und der Käse, der dort in den Läden steht, ist griechischer Käse und nicht rumänischer Käse, weil er einfach billiger ist. Also ich bin da sehr skeptisch, ob Kunst überhaupt groß direkt helfen kann. Das, was Kunst macht, und Film ist ja Kunst, ist Menschen aufmerksam zu machen auf das, was da existiert. Wir haben ja mit dem Film jetzt eine große Reise gemacht, ein Jahr lang auf verschiedenen Festivals in Großbritannien, in Griechenland, jetzt in Italien, Deutschland, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es sowas gibt. Das ist ja quasi am Rand der Gesellschaften, diese Karpaten quasi, am Rande Europas auch. Und wenn man Menschen aufmerksam machen kann, dass es sowas gibt und dass das vielleicht beschützenswert ist, dann hat man schon sehr viel getan. Mehr kann Kunst, glaube ich, nicht.